Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zu Kinocast hier. Hallo Chris. Ich musste nochmal anfangen, das war total scheiße. Darf ich auch hallo mitmachen? Erik. Hallo. Hallo Kate. Hallo Chris, hallo Erik. Hallo Erik. Alter. Hallo Kerik. So, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Top-Film der Woche. Hallo Raffi. Unsere Home-Sneak-Preview von dem Film Gutland. Eine luxemburgisch-belgisch-deutsche Koproduktion. Was gibt's da zu lachen? Ich habe nur belgisch, drei Länder vorgelesen. Immer wenn du belgisch sagst, habe ich Angst, dass es ganz schlimm wird. Ja. Also, eine luxemburgisch-belgisch-deutsche Koproduktion mit Frederik Lau in der Hauptrolle kann man schauen auf www.kino-on-demand.com, eine Seite, für die wir gerne kostenlos Werbung machen, von der wir nicht bezahlt werden. Aber ihr könnt damit eure Kinos retten in der Umgebung, denn denen geht es gerade nicht so gut und ihr könnt da euch diverse Filme anschauen und einen kleinen Beitrag dafür bezahlen und der geht dann an die Kinos, die ihr dann aussucht. Und hier hatten wir uns den Film ausgesucht, Gutland. Und in diesem Film geht es darum, dass Frederik Lau, der heißt im Film Jens, den sieht man am Anfang durch die Pampa laufen und kommt dann irgendwann an in so einem Bauernhof wir erfahren es dann relativ schnell, in Luxemburg. Und man erfährt das so ein bisschen am Dialekt. War das bei euch auch so, dass da keine Untertitel waren bei dem Luxemburgisch? Ja. Doch, ja. Da waren Untertitel. Ich habe das. Alle welche? Und das ging. Ja, da waren Untertitel. Und ich habe das relativ schnell aber auch verstanden, weil das war ja schon ein bisschen süßes Deutsch sozusagen. Stimmt, da waren Untertitel. Irgendwie nicht so richtig. Also bei manchen, da hatte ich echt Probleme, das zu verstehen dann. Also manches war bei mir Untertitel, manches nicht. Und ja, jedenfalls kommt er da halt hin und sagt so, ja, er möchte gern bei der Ernte helfen und möchte da sich ein bisschen Geld verdienen und bekommt dann da auch irgendwie relativ schnell einen Job und macht da quasi so harte Landarbeit mit und er kommt ja dann auch in diesem Dorf so ein bisschen an und lernt da so Leute kennen und das ist so ganz eine eigene Kultur, die da so gepflegt wird, angefangen von Blasmusik über, weiß nicht, irgendwelche komischen Tänze, die da gemacht werden oder so. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Sachen da irgendwie diskreditieren oder sowas, aber es sieht halt schon sehr kurios aus, was da passiert. Das ist wahrscheinlich hier genauso, wenn jemand irgendwie in der tiefsten bayerischen Provinz irgendwelche Bräuche zeigen würde im Film. Das würde einem genauso komisch vorkommen. Jedenfalls, er ist sehr zurückhaltend, wird aber mit offenen Armen da empfangen. Und lernt auch relativ schnell da auch Leute kennen und hat da auch irgendwelche Liebschaften am Laufen. Und ja, und wir erfahren dann halt so peu à peu, dass er vor irgendwas auf der Flucht ist, weshalb er dann auch in Luxemburg irgendwie gelandet ist. Und ich glaube, so viel mehr wollen wir mal nicht verraten, oder falls es doch noch jemand schauen möchte, oder? Ist da irgendwas? Ich glaube, ja, damit ist schon alles gesagt. Achso, neben Frederik Lau spielt noch Vicky Krieps mit. Die habe ich zuletzt gesehen in der Serie Das Boot. Da hat die mir sehr, sehr gut gefallen. Also in dieser Neuauflage von Das Boot. Und warte mal, der Jeff hatte mir noch was geschrieben. Der ist ja aus Luxemburg. Und der wollte den Film auch noch schauen, hat es aber noch nicht geschafft vor der Sendung. Er hatte noch gemeint, die Vicky Krieps, die hat auch zuletzt in Phantom Thread mit Daniel Day-Lewis mitgespielt. Natürlich auch eine ganz andere Nummer noch, ja. Und wie fandet ihr es so? Ja, chip, schweigen im Walde. Chip, chip. Schweigen. Chip, chip. Boah, ich habe mich sehr, sehr schwer mit dem Film getan. Sehr, sehr schwer. Mhm. Also, abgesehen von dem, grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, Untertitel zu lesen, aber es waren, finde ich, relativ viele Unterhaltungen in, was war das? Luxemburgisch. Der war sehr, sehr zäh erzählt. Ich konnte mit der Grundstory auch nicht so wirklich viel anfangen. Es war alles irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, diese ganze Landarbeit. Also bis die
bis die eigentliche Story dann mal so ein bisschen in Fahrt kommt, da hat es schon echt sehr viel Zeit gelassen. Was mich noch sehr gestört hat bei dem Film, wundert mich eigentlich, dass das nicht von dir kommt, Kate, das Kritikargument, dass die Frauen irgendwie so wirklich gefühlt sich ihm alles sofort an den Hals geschmissen haben, mit ihm ins Bett wollten. Also, ja, aber ist ganz schlimm, gar keine Frage, aber ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Ach so. Also nicht nachvollziehen, aber ich kann es. Frederik Lau, zack, Kate Lee. Nein, mir geht's darum, das ist ja, die leben da ja irgendwo mitten auf dem Dorf. Das heißt, die kennen sich alle. Und wenn was Neues kommt, ist das Neue natürlich viel interessanter. Frische DNA. Ja, ernsthaft. Nee, das hast du auch in anderen Serien schon gehabt. Wenn die da irgendwie raus aufs Land fahren, dann finden die neuen Leute immer viel, viel interessanter. Und klar finden die Männer dann die Frau interessant. Oder die Frau und den Mann interessant, der da ins Dorf kommt. Ist leider voll oft so. Deswegen. Aber sofort mit dem in die Kiste zu gehen, also mit jeder, also der gefühlt jede Frau irgendwann mit der in Kontakt gerät, landet er früher oder später in der Kiste da. Also meistens früher, also es ging ja echt schnell. Also das ist ja Respekt, also wie er das so gemacht hat. Es ist wahrscheinlich so diese etwas verschlossene, introvertierte Art, die kommt ganz gut an. wo die Frau die Möglichkeit hat, den Mann zu erobern. Ja. Nein. Also, aber ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich ganz okay, den Film. Ich fand es relativ, er war sehr, sehr ruhig, er hat sich sehr viel Zeit streckenweise auch genommen. Es waren sehr viele Szenen, wo rumgevögelt wird, ganz wild. Und einfach auch Leute da einfach mal stehen und einfach so dieses, es war kein Film, wo der Schauspieler durch Textsicherheit oder groß interpretieren von Textszenen brillieren kann, sondern wo es ganz viel auf Mimik ankommt, auf Verhalten, auf Reaktionen. Und das fand ich relativ spannend, weil ich fand das bei Frederik Lau relativ relativ stark ausgeprägt auch. Also das fand ich richtig cool, wie der da auch immer wieder in so Situationen reingekommen ist. Und ich habe ja bei Frederik Lau immer noch die Pappnase von Die Welle im Kopf. Und solche Sachen. Und ich finde es schon brutal gut eigentlich, wie der sich da auch weiterentwickelt hat, einfach so von Schauspielern. Ja, aber ich finde, dass er das schon bei der Welle so toll gespielt hat. Ja, mega. Er ist einfach, gut, überhaupt also kein Thema. Ich finde ihn als Schauspieler extrem gut. Also ich mag Frederik Lau sehr. Deswegen fand ich es jetzt ein bisschen schade, dass er, ich finde, in dem Film so ein bisschen, also nicht untergeht, aber das war so. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, den Film zu sehen. Und das finde ich schade, weil ich ihn, wie gesagt, mag als Schauspieler. Aber mir war der Film dann irgendwann echt, an einem Punkt echt egal. Mir war auch egal, wie der ausgeht und was da jetzt noch passiert. Da war mir einfach egal. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, dass er aussieht wie ein Höhlenmensch. War zu wenig Drive drin in der ganzen Geschichte. Ja, aber wie gesagt, ich fand es trotz alledem. Also ja, es war der Drive hat ein bisschen gefehlt, kein Thema. Aber die Entwicklung einfach auch, die der Hauptcharakter durchnimmt und wie es sich am Ende ausgeht, das fand ich schon ganz cool eigentlich. Also das hat sich für mich so ein bisschen dann gerettet. Ich fand ihn auch zu lang, ich fand ihn zu langatmig, ich fand vieles etwas sehr, sehr seltsam und es hätte auch in ganz andere Richtung gehen können, aber so im Großen und Ganzen war es, also schauspielerisch von Frederik Lau fand ich es mega, bleibe ich dabei. Auch also die eine Szene im Maisfeld, das ist auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Und das ist auch richtig fies gewesen einfach. Und da gibt es noch eine andere Szene, wo er einfach nur anfängt zu rennen und wo ihm dann unterwegs so ein paar Sachen einfach auch bewusst werden. Und das fand ich ganz stark, weil das wurde da echt transportiert. Also die Entwicklung, wo er im Film gemacht hat, fand ich gut, aber ansonsten war es ein eher laues Lüftchen. Also komm, das war jetzt gut. Mich hat er nicht mitgerissen, ja, definitiv nicht. Also, ja, das hat genau auch, das Problem. Mitgerissen hat er mich ganze, auch nicht. Diese Musik und so, eine ganz, ganz furchtbar. Also mit was der, denn für Musik? Ja, wo der hat doch dann noch selber in so einer Band da gespielt, so eine Brassband oder sowas. Also, und er kommt da hin und kann nix und Achtung, Spoiler, am Ende des Films spielt er dann richtig gut Posaune oder was das war. Also, Trompete. Trompete, was weiß ich. Unglaubwürdig, ohne Ende. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es vielleicht interessant ist für jemanden, deswegen hatte ich eigentlich dem Jeff mal geschrieben,
dass, ob er den Film kennt, ja, und ob er den schon gesehen hat, weil ich glaube, wenn man da aus der Region kommt, und ich meine, aus Luxemburg kommen jetzt nicht so viele Filme, es gibt vielleicht manche Filme, die mal so Luxemburg ein bisschen als Kulisse nutzen, also sich wie bei Bad Banks mal so diverse Szenen oder so, aber jetzt mal so ein ganzer Film in Luxemburg, in dem ländlichen Luxemburg spielt und mal nicht in der in der zentralen Stadt dort, ja, könnte ich mir denken, dass das da vielleicht ein bisschen besser ankommt, dass man da vielleicht auch über mangelhafte Spannungsbögen hinweg sieht, aber ach, ich weiß auch nicht. Das war vor allem, es ist ja so ein Erstlingswerk, glaube ich, von dem Regisseur oder von der Regisseurin. Da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Mut gewünscht. Also ich weiß jetzt nicht, ob Govinda van Mele, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Warte mal, ich klicke mal hier drauf. Kommt da ein Bild? Nee, kommt kein Bild. Schade. Govinda, weiß ich jetzt nicht, könnte Frauenname sein, vielleicht auch ein Männername. Govinda, das klingt eher wie ein Frauenname. Hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, gerade bei so einem Erstlingswerk. Und wenn man so eine Gangstergeschichte macht, muss man jetzt nicht was erzählen, was schon tausendmal da war. Irgendjemand flüchtet irgendwo hin und ja, Szene im Maisfeld, ist, oh, das hatten wir ja noch nie. ja, nee, ich meine ja nur, da kann man durchaus mal mutiger sein. Es gab ja mutige Szenen wie, ich sag mal, Klärgrube, ja, oder auch mit den Kindern, was die da so getrieben haben, ja, da in dem Dorf, und dass die alle so ein bisschen ihre dunklen Geheimnisse haben in dem Dorf. Das hätte man alles irgendwie, ja, ein bisschen cooler darstellen können, gerade wenn man frisch ist in dem Business und da irgendwie seinen ersten Film macht, dann muss man nicht irgendwie das nachmachen, was schon tausend Jahre vorher irgendwie da gewesen ist. Deswegen, von mir bekommt dieser Film 3 Punkte, weil ich war mittendrin mal, wo es wirklich lange Zeit nichts passiert ist und es hat mich einfach nur gelangweilt, war ich drauf und dran, sagen, ach komm, Experiment beendet, ich gucke jetzt nicht weiter. Ich dachte mir, nee, wir müssen ja wenigstens in der Gänze drüber reden. Und tatsächlich, also das Ende fand ich dann doch nochmal ganz, ganz okay. Das hat mir dann doch, ja, fand ich dann noch ganz okay, wie sie es so aufgelöst haben und wie es dann so, ja, wie der Knopf dran gemacht wird, ne? Deswegen. Ja, guck, deswegen bin ich bei 4 Punkten, weil ich mich das dann noch, weil ich es ganz cool fand, dann hintenrum noch raus. Mhm. Also die 3 Punkte von dir plus Frederik Lau, sagen wir es so. Ich bin nur bei 2 Punkten. Und keine Weiterempfehlung, oder? Du hast ja noch nicht in der... Doch, ich habe eigentlich schon. Der Gloria Sneak, aber keine Weiterempfehlung. Ich war heute der Erste, der da irgendwie eine Weiterempfehlung gegeben hat. Also Nicht-Weiterempfehlung. Ich habe auch gerade auf Nicht-Weiterempfehlung gegeben. Ach so, gerade. Ja. ja, für alle der Hinweis, die Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe heißt mittlerweile komplett Gloria Sneak. Also auch die URL hab ich noch geändert und das Banner und so weiter. Und ja, da könnt ihr jetzt auch immer mit tippen und mit raten. Und wir haben ja einen Tipp gehabt für diese Woche oder für die nächste Sneak. Das können wir dann, genau, lösen wir das eigentlich hier jetzt auf. Ja. Chris, das oder? Machst mal du. Ja, der Tipp für die nächste Heimsneak, weil wir immer noch leider im Heimmodus sind, lautet ja aufs Dach steigen. Und es wird der schöne Film sein, den es ebenfalls bei Kino on Demand gibt. Immer Ärger mit Grandpa, mit Robert De Niro, Uma Thurman und, ach Gott, wer spielt noch mit? Alle spielen da mit. Ja. Christopher Walken, den habe ich gemacht. Alle. Christopher Walken, James Seymour, Oakes Fagley. Und da sind wir mal gespannt. Eine Hast Komödie. Was haben wir? Nee, nix. Hast du gerade was? Nee, ich habe gerade was gelesen. Aha. Okay, also eine Komödie, FSK 0, haha. Oh, okay. Das könnte also richtig spannend werden. Und nein, also ich denke, dem Trailer nach zu urteilen, wird es wirklich eine spaßige Sache. Hat in der IMDb 1 Punkt weniger im Durchschnitt als Gutland. Also ich bin da voller Spannung. Gutland hat 6,5, immer Ärger mit Grandpa 5,5. Lassen wir uns mal überraschen. Ich mag deine positive Art. Aber es ist zumindest Robert De Niro dabei. Ja. Ja. Nee, Gutland haben noch nicht so viele abgestimmt. Also kann sein, dass da verfälscht ist. Ich bin sehr gespannt. Und haben wir da auch schon dann einen Tipp für die folgende Woche? Oder wie war das dann? Ja, hätten wir, wenn wir wüssten, welchen Film wir nehmen. Ich habe euch da was geschickt. Die WhatsApp. Ich hatte da eine sehr gute Idee gerade.
Ja, dann hau wenn, raus. Ja, also ich habe mir auch, diesmal suche ich jetzt den Film aus, habe ich jetzt einfach entschieden. Und der Tipp für den Film ist Unter Mordverdacht. Mhm. Okay, ich trage es mal ein, Unter Mordverdacht. Also rätsel da mal mit, was das sein könnte. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es muss ein Film sein von Kino-on-demand.com. Also. Ja, wir wollen ja hier unsere Kinos unterstützen. Na, mal gucken, wer es richtig errät. Das macht das natürlich ein bisschen einfacher. Vielleicht sollten wir das in der Facebook-Gruppe auch mit hinschreiben, wo man das finden kann. Das sei, ja. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Robert De Niro. Ich auch, weil also das ist ein ja. Sehr gute, sehr gute Idee, Kate. Sehr gut. Danke schön. Sehr danke großes schön. Lob. Ich denke, du wirst mit den Schauspielern zufrieden sein. Ja, ich sag ja. Gut. Ja, nächstes Thema, sonst verraten wir uns noch irgendwie. Genau, machen wir weiter. Heimkino. Wir haben eine Rezensionsdisk zur Verfügung gestellt bekommen. Schon, der Film. Den gibt es am 3. Dezember als DVD, Blu-ray und digital. Und der heißt Survive the Night. Und ist, Achtung, jetzt kommt die Tagline hier, die hier draufsteht, der Unique USP, von den Erfolgsproduzenten von Stirb langsam, Ein guter Tag zum Sterben, Rambo und End of Watch. Immer, wenn ein Film damit Werbung machen muss, wer den produziert hat, ist meistens schwierig, dann finde ich immer. steht hier ein knallharter Home Invasion Thriller, hochkarätig besetzt mit Actionlegende Bruce Willis und Serienstar Chad Michael Murray. Welche Serie war der dabei? One Tree Hill. Und er hat auch eine kleine Rolle bei Gilmore Girls. Aber Chad Michael Murray ist ein sehr, sehr toller Schauspieler. I like. Okay. Na dann, bin ich ja mal gespannt, wie dir der Film gefallen hat. Also hier geht es nämlich darum, dass sind so bei so zwei Kriminelle, so ein Geschwisterpaar, die geraten so ein bisschen ins Kreuzfeuer bei einem Überfall, den sie machen. Und einer wird schwer verletzt und benötigt dringend Hilfe. Die sind da auch so ein bisschen draufgängerisch und so und versuchen da wirklich so mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und die kommen dann auf die Idee halt, sich einen Chirurgen irgendwie zu schnappen und dem folgen sie nach Hause. Und da soll der dann halt den einen Bruder operieren und wieder heile machen. Und sie nehmen dann halt die ganze Familie als Geisel. Und vorher hatte man schon ein bisschen gesehen, ich dachte erst, der sitzt im Rollstuhl. Also Bruce Willis sitzt irgendwie die ganze Zeit gefühlt und gibt nur irgendwelche dummen Ratschläge. Und sein Sohn, sein Schwiegersohn, Entschuldigung, der hat irgendwie das familiäre Business irgendwie an die Wand gesetzt, was ich nicht ganz so verstehe, weil der arbeitet ja als Arzt oder so, habe ich irgendwie mir nicht ganz zusammenreimen können, auf was da immer angespielt wird. Auf jeden Fall disst der Bruce Willis den immer, weil er irgendwie da, weil sie wegen dem jetzt auch irgendwie umziehen müssen oder so und das Haus aufgeben müssen oder irgend sowas. Und dann kommt aber halt dieser Überfall und das schweißt dann die Familie doch wieder zusammen, kann man so sagen, ja. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ihr das so fandet. Ja. Geschichte hast du ganz gut zusammengeführt, fast. Ja, steht hier auf dem Zettel. Ich bin total begeistert. Ich fand ihn, ich muss anders anfangen. Gefühlt, und das ist jetzt fies, das kommt der fiese Teil, gefühlt werden die Filme mit Bruce Willis zurzeit eher wieder ein bisschen schlechter. Also, der Film strotzt manchmal vor ein bisschen unlogischen Szenen, vor unlogischen Dingen. Also, wenn man da gefesselt an einem Tischbein ist und einfach eigentlich nur den Tisch kurz anheben muss und unten seine Fesseln rauszuziehen. Aber was weiß ich schon. Die Stimmung im Film ist relativ düster, fand ich, relativ dunkel, relativ, bedrückend auch ein Stück weit. Die Situation, in der die Familie reinkommt, ist alles andere als optimal. Ich tat mir ein bisschen schwer damit, weil wenn ich sehe Actionfilm oder sowas mit Bruce Willis, dann ist bei mir automatisch der Triggerpoint gesetzt mit Yippie-Yay, Schweinebacke und irgendwas fliegt in die Luft und irgendwo fliegt da dieser Harry-Potter-Zauberer runter und
Hans ja. Gruber. Genau, Hans Gruber, noch weit vor Harry Potter. Und das ist halt in dem Film irgendwie nicht so. Es gibt so ein paar fiese Schusswechsel, es gibt ein paar fiese Wunden und ein paar fiese Gespräche. Aber ja, sagen wir es ganz einfach. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht total scheiße. Ja, stimmt. Ich fand es auch so, ja, war ein okayer Film. Ich glaube, der hatte nicht viel Budget. Übrigens, kleiner Spoiler, der Regisseur dieses Films hat auch Regie geführt bei einem Film, den wir demnächst auch besprechen werden, der noch auf unserer Halde liegt für die Rezensionsdiscs, auch mit Bruce Willis. Also die scheinen sich zu mögen, die zwei. Also der, kann ich ja schon mal sagen, der Film heißt Trauma Center. Also die beiden scheinen irgendwie ganz gut miteinander klarzukommen. Mal gucken, wie der andere ist. Ja, es war halt, also ich sag mal so, diese Home Invasion Sachen, ja, da gab es ja schon einiges, ne? Auch so. Ich weiß Funny auch, Games. Ja, also gibt es eigentlich so viel hier. Es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, wow, das war jetzt mal ein cooler neuer Einfall oder das hat mich jetzt wirklich mal ja, mitgerissen oder auch so diese, ja, irgendwie diese. Am Anfang wird das ja, was ich vorhin erwähnt hatte, dass Bruce Willis den Schwiegersohn immer so disst und so und dann sind sie doch wieder Freunde und ich weiß auch nicht. Irgendwie war es alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Es war so ein total durchschnittlicher Film und ich tue mich jetzt noch ein bisschen schwer. Deswegen brauchte ich auch den Zettel hier, wo drauf steht, worum es überhaupt geht in dem Film. Das alles, ich habe schon wieder die Hälfte von dem Film eigentlich vergessen, weil das war eigentlich einfach so mit wichtigeren Sachen überschrieben mittlerweile in meinem Gehirn. Ja, Toilette. Ja, was man einkaufen muss. Nein, sehe ich ja, seh ich komplett ein, also bin ich komplett bei dir. Trotzdem, es war nicht so mies, es war okay. Ja, also im Gegensatz zu manchen anderen Filmen, die wir so geschaut haben, also man konnte das gut gucken, also es lief so vor sich hin, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, das war jetzt mal cool oder so. Oder war auch kein einziges Mal irgendwas dabei, wo ich gedacht hätte, oh, das war eine schöne Kameraszene oder was sie jetzt hier so Cooles gemacht haben. War auch nicht. Also es war einfach wirklich Es war komplett einfach solide. Standard. Nichts Besonderes. Wenn es nicht so ein paar brutale Szenen gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja, das ist hier so ein Fernsehformatfilm, der durchaus auch im Fernsehen laufen kann, so ein Krimi. Ja, aber ja. Da waren doch ein paar Szenen drin, die ein bisschen heftig waren. Ja, was hat denn der Regisseur noch gemacht? 12 Feet Deep, Gefangen im Wasser und Hard Kill. Also ich denke mal, man kann den mal gucken. Also wenn man jetzt schon alles gesehen hat mittlerweile und jetzt kommen ja auch nicht so viele Filme raus, auch fürs Heimkino nicht, dann, wenn man Bruce Willis gerne sieht und vielleicht den anderen aus diversen Serien kennt, dann kann man hier schon mal einen Blick riskieren. Durchaus. Aber es ist jetzt nichts Berauschendes hier. Nein. Ich gebe 5 Punkte, so ein Durchschnittsfilm bei mir. Ja, ich gebe ihm 6, weil das ist dann nochmal der Bruce der Bruce-Bonus. Ich bin auch bei 6. Okay, dann lege ich den mal zur Seite und dann machen wir dann bei einer der nächsten Folgen dann den anderen Film. Und ach, ihr habt das gibt's schon, was ich bei euch gerade lese. Das stand vorhin noch nicht drin. Ich habe das Lego Star Wars Holiday Special geschaut. Ja. Den will ich ja unbedingt auch noch schauen. Ja. Sollen wir dann damit warten oder sollen wir trotzdem schon erzählen? Ja, komm, wir reden erst, wenn der Erik ihn auch gesehen hat. Okay. Von mir aus? Okay, dann. Also ja, ich wusste nicht, dass es das schon gibt. Ich dachte, es kommt erst so Weihnachten oder so, aber nee. Ich habe ja den Trailer, habe ich ja schon gefeiert ohne Ende. Ja. Teaser für nächste Folge dann. Ich komme da gerade gar nicht mehr mit, wann die einzelnen Sachen alle irgendwie starten und so. Und gut, also nächstes Mal dann Lego Star Wars Holiday Special und als großer Aufhänger. Als großer Aufhänger neben Immer Ärger mit Grandpa. Und ja, wo geht's weiter? Ach hier, News hier. News. Einen neuen Trailer habe ich noch gefunden. Oh Gott, ja. Ja? Ja, ich habe den Trailer auch gesehen. Hast du auch gesehen? und zwar gibt es jetzt einen
ja, ein Remake, kann man fast sagen, von Tom und Jerry. Tom und Jerry, the movie heißt es im Original. Im Deutschen heißt es nur Tom und Jerry. Und wer das nicht kennt, der hat sowieso ganz viel verpasst, glaube ich, in seiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, heutzutage läuft das noch irgendwo? Irgendwo läuft es bestimmt, schätze ich mal. Die Serie. Bestimmt, ja, aber. Tom und Jerry, das war immer sehr, sehr erheiternd, wenn das dann lief und man hat sich dann drauf gefreut. Es war einfach total lustig, wie die beiden sich behakt haben. Tom und Jerry, ich habe da so viele Kindheitserinnerungen einfach auch mit den beiden. Und allein der Titelsong hier in Deutschland von Udo Jürgens mit Vielen Dank für die Blumen. Ah ja, stimmt. Man wusste sofort, wenn das kommt, also immer noch, wenn ich den Song im Radio mal höre, oder also ja, wirklich auch im Radio höre, woanders weiß ich nicht, wo ich den hören sollte, ist bei mir sofort Dingsen drin, Tom und Jerry drin. Das ist total assoziiert. Und deswegen, ich finde es ja cool, dass man so alte Sachen wieder aufleben lässt, wenn man keine neuen Ideen hat. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Weil das war schon so eine ganz eigene Sache. Und Tom und Jerry haben ihren ganz eigenen Humor mit Spike, dem Hund und was weiß ich was. Ich befürchte, dass es nicht funktioniert. Und das sieht sehr albern aus. Mal schauen. Also die Schlümpfe hatte ich ja auch erst Bedenken gehabt. Also der erste Schlumpffilm, der in 3D dann war. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, ich verlinke den Trailer hier auch in den Shownotes. Und das ist so eine Mischung aus, na, wie bei den Schlümpfen halt, ne, bei diesem Remake. Also Realfilm plus 3D-Animation und Personen, echte Schauspieler, die mit den animierten Figuren agieren. Zum Beispiel ja, wobei, Chloe Moretz und Michael Chloe Pena. Grace Moretz. Wobei ich muss sagen, ich fand bei den Schlümpfen, die Schlümpfe sahen fast schon aus, als würden die wirklich dahin gehören. Als wären es wirklich Schlümpfe. Ich fand bei dem Tom und Jerry sieht man halt sofort, das ist halt Comic. Also. Aber das ist auch ganz nett, finde ich. Weil das ich ist ja weiß so noch nicht, übertrieben. Das ist das Problem, ich weiß nicht, ob es mir, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es nicht zu albern wird. Ja, albern ist gut da bei Tom und Jerry, glaube ich. Ich bin da gespannt drauf. Ken Jeong ist auch noch mit dabei, den man aus, kennt zum Beispiel aus Community oder aus Hangover, der Typ, der aus dem Kofferraum gesprungen ist. Blöder Wichser! Der ist das muss so lustig, so weil du so fett bist. Und die, ja, die ganzen Darsteller, die da alle so dabei sind, oh, das hat schon sehr großes Potenzial, finde ich, gut zu werden. Und ja. Ich bin da gespannt drauf. Ja, soll ja nächstes Jahr ins Kino kommen. Und könnte ganz cool werden. Was auch ins Kino kommen soll, was ein bisschen überraschend war, kam die Nachricht, dass Wonder Woman wohl tatsächlich auch einen Kinostart haben soll. Jetzt wird sich dann halt zeigen, wann und wo und wie und was und wer überhaupt. Und es soll wohl auch... Moment. Wir haben doch jetzt erstmal erfahren, dass Corona an Weihnachten Pause macht. Ja, genau. Und da meinst du, dass... dass an Weihnachten alle Kinos schlagartig öffnen, Wonder Woman zeigen und dann geht's wieder weiter, oder was? Ja, nee, also über Weihnachten macht Corona ja bekanntlich Pause, weil da müssen wir ja alle mit den Familien auch feiern können und dürfen. Deswegen, was machen die Moslems? Die feiern dieses Jahr mit Corona. Weihnachten. Die haben weiter Corona. Ach so. Die haben weiter Corona, die Heiden natürlich auch. Ah, oh, Mist. Nein, also mal ganz im Ernst, bevor jetzt noch jemand kommt und sich wie Sophie Scholl fühlt oder so. Ich bin gespannt. Ich würde mich natürlich wirklich megamäßig freuen, wenn die sagen ab Dezember, okay, lass uns die Kinos wieder öffnen, lass uns einen Teil wieder öffnen. Konnten tatsächlich was abfedern mit diesem Zeug. Mir fehlt aktuell gerade der Glaube daran. Wir werden sehen. Das ist das Problem. Ich denke mal, die zielen eher vielleicht auf Amerika ab, wo ja doch noch ein bisschen was läuft wenigstens. Und die haben ja auch irgendwie geäußert, dass es dann wohl auch über so ein, dass du das dann so kaufen kannst, auch bei Disney Plus, ne? Ja, ja. Also für viel Geld dann. Naja, mal schauen, wie das alles noch so weitergeht. Der Impfstoff ist ja relativ nah und jetzt gucken wir einfach mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und sowieso. Was man aber zu Hause gucken kann, sind Serien. Serien. Hatte mir letzte Woche die
Kate irgendwie geschrieben, dass sie Utopia angefangen hat. Ich bin schon fertig. Ja. Und da habe ich gleich gesagt, ja, ist eine coole Serie. Da war es erstmal überrascht, dass ich es auch geguckt habe. Aber das ist eine von den Serien, die wir mal als Hausaufgabe für Fortsetzung gefolgt haben. Deswegen hatte ich da schon. Und ich kenne sogar, haha, jetzt Nerdwissen, ich kenne sogar die UK-Serie, von die es vor ein paar Jahren gab. Da hat man nämlich schon mal reingeguckt. Gibt die irgendwo? Ich würde die nämlich auch gerne sehen. Die hat man damals mal geschaut gehabt. Da lief die sogar mal auf irgendeinem Dreisat oder irgendwo. Okay. Hat die Parallelen zu der neuen Serie? Ja, ja. Oder ist die genau, ist die genauso, oder? Ähnlich, ähnlich. Also, okay. Aber einiges ist doch ein bisschen anders, aber ja. Ich finde die neue aber wesentlich besser, finde ich. Ja. Aber soll ich kurz mal sagen, um was es geht? Ja, okay. Es geht um ein Comic, also genau genommen geht es um eine Gruppe Nerds, würde ich sie mal nennen, die gemeinsam haben, dass sie ein Comic gut finden, was irgendwann mal irgendwo erschienen ist, aber auch nur dieses eine Comic. Und zwar hieß es Dystopia. Und in diesem Comic sind sie der Meinung, diese fünf oder sechs, die das sind, sind der Meinung, dass sie da ganz viel versteckte Botschaften entdeckt haben. Also über welche Viren, die im Umlauf waren auf der Welt und irgendwelche Naturkatastrophen oder was weiß ich. Die sind da so ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs, was das Ganze extrem charmant macht. Also ich fand es total süß am Anfang, wo ich gedacht habe, so, ich wusste ja nicht, um was es da geht. Ich kannte dieses Originalserie nicht und so. Deswegen ich so, oh cool, okay, das ist total verrückte Leute, wie lustig und so. Und dann finden plötzlich irgendwelche anderen Leute, finden quasi ein Fortsetzungsroman von Dystopia. Das nennt sich Utopia. Und das wird bekannt gegeben, dass es das gibt und das soll man auf einer Convention ersteigern können. Und unsere Nerds finden sich auf diese Convention dort ein, weil die unbedingt wissen wollen, was in dem neuen Comic drin steht. Und es geht dann Schlag auf Schlag. Sie sind nicht die Einzigen, die das Comic haben wollen. Es gibt auch noch, also tauchen dann zwei ganz brutale Typen auf, die alle über den Haufen ballern, die dieses Comic haben wollen. Und die wollen unbedingt verhindern, dass es in Umlauf kommt. Und wie das dann alles zusammenhängt und was davon wirklich Realität ist und was nicht und welche Verschwörungstheorie richtig ist und welche nicht und wer noch alles drauf geht, das erfährt man dann im Rest der acht Episoden. Es ist total abgefahren. Ich habe am Anfang echt gedacht, ach komm, die spinnen sich da so viel zusammen und das kann doch gar nicht so eine Riesenverschwörung sein und was dann am Ende rauskommt, ist einfach noch viel geiler als alles, was ich mir vorgestellt habe. Und ich fand die Sendung auch extrem gut besetzt. Den einen kannte ich irgendwo her und zwar aus Cougar Town. Den einen Jungen. Aber ansonsten spielt noch mit John Cusack, was auch sehr cool ist. Aber ansonsten die anderen kannte ich noch nicht so wirklich. Die kamen mir jetzt nicht bekannt vor. Aber das ist richtig, also diese Serie ist richtig abgefahren. Ist irgendwie total cool gemacht. Also diese Party, wie die da zusammenarbeiten hier, die müssen sich ja erstmal finden, ne? Und dann. Ja, genau. Ja, dann passiert dann auch einiges, was ich jetzt nicht spoilern will. Also, das ist auch so eine extrem spoilergefährdete Serie, weil man darf eigentlich ja gar nichts sagen. Man muss da wirklich. Deswegen habe ich auch gesagt, was passiert und was passiert vielleicht nicht. Deswegen, ich habe mich da jetzt extra ganz vage ausgedrückt. Man muss das irgendwie selber erleben. Okay. Also es dreht sich jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht nur Comics, jetzt nicht so wie bei Heroes zum Beispiel, wo alles so sehr comichaft ist, sondern da spielt irgendwie alles mit rein, so ganzen Verschwörungstheoretiker und vielleicht haben sie ja doch recht und manche Sachen stimmen vielleicht, manche nicht und dann so total abgefahren hier, diese Leute, die hinter denen her sind und was steckt denn da dahinter und dann. Genau. Gibt es parallel noch so einen Ausbruch von so einer schlimmen Grippe? Parallelen zu echten Vorgängen sind rein zufällig. Die wirklich, wo dann John Cusack als Chef von dieser Pharmafirma versucht, da irgendwie Mittel zu finden. Und ja, auch der Forscher, der eine, den kennt man auch aus diversen Rollen, einfach großartig. Also die bis in die kleinsten Nebenrollen wirklich genial besetzt und gut gespielt und hat mich auch total begeistert, das Remake. Ja, also ich finde auch, dass irgendwie jede Folge irgendwie so eine Überraschung bereithält, mit der du einfach nicht rechnest.
Das ist der Sinn bei Überraschungen. Ja, aber das ist so. Ja, bei manchen denkst du, ach komm, der geht doch da passiert doch bestimmt das und das. Und ach, die, wenn du guckst die Serie an, denkst, ach Gott, die verlieben sich irgendwann. Oder ach, der hat doch Krebs, der stirbt doch eh. Weißt du, du erwartest manchmal gar nicht, dass was gut ausgeht oder anders ausgeht, sondern du siehst es schon anhand des Erzählstrangs. Und das kann die Serie halt überhaupt nicht. Die macht einen Erzählstrang auf und du denkst so, ach cool, interessant, und dann plötzlich biegt es komplett ab. Wo du denkst, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das finde ich extrem cool. Also absolute Empfehlung. Also ist natürlich ein bisschen explizit auch, dadurch, dass die Killer unterwegs sind und dass da einiges passiert und so. Also jetzt nicht für Kinder geeignet, würde ich mal sagen. Nein. Also man sollte schon eine gewisses Maß haben, was man vertragen kann, und ein paar Horrorfilme gesehen haben und ein paar Gangsterfilme vielleicht, und dann kann man da echt Spaß haben. Gibt's auf Amazon Prime, hat man glaube ich noch nicht erwähnt. Nee, noch nicht. Und ja, guck da mal rein. Utopia, das Remake von 2020. Und viel Spaß damit. Bin auch sehr angetan davon. Ich habe noch eine kurze Empfehlung, weil das ist so Captain Obvious Empfehlung, also Babylon Berlin hat ja diverse Preise gewonnen, ohne Ende alles gewonnen, und ich habe da irgendwie, wenn das mal lief, habe ich reingezappt und irgendwelche Leute in irgendwelchen Berliner Kneipen tanzen gesehen in 30er Jahren und so, dachte ich, was soll denn das sein? Und weil wir das jetzt mal besprechen werden, bei Fortsetzung folgt, habe ich wirklich mal Staffel 1, Folge 1, gibt es übrigens alles in der ARD Mediathek, kann man angucken. Die Mediathek ist ein bisschen bäh, das funktioniert alles nicht, und es merkt sich auch nicht, wo man aufgehört hat, man muss sich das wirklich selber merken, bei welcher Folge, das ist ein bisschen, da ist noch Raum für Verbesserungen möglich, aber man kann halt kostenlos solche Sachen gucken, und ja, und ich bin da wirklich echt angetan. Ich habe die ganze Staffel durchgeguckt jetzt in der letzten Woche, die ganze erste Staffel, und da geht ja jede Folge irgendwie auch so eine Stunde oder so, und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist jetzt nicht das, was ich eigentlich gedacht hatte, so bloß so ein gezeichnetes Sittenbild der damaligen Zeit, sondern da geht es um einen Kriminalfall, der in dem auch ermittelt wird, und um eine junge Frau, die auch eigentlich so als Tippse eingestellt ist in diesem Kriminalministerium da in Berlin, und die aber doch ein bisschen tiefer einsteigt in die ganze Materie, und dann wird halt so auch so gegen die ganze Unterwelt mit ermittelt, und manche verfolgen auch so ihre eigene Agenda, und parallel spielt da noch das Ganze mit rein, was in der damaligen Zeit halt so war, in den 30er Jahren, die verschiedenen politischen Strömungen, da gibt es halt Kommunisten, die dann irgendwie demonstrieren, die dann irgendwie niedergeschossen werden, und bis hin zu irgendwelchen Anfängen des Nationalsozialismus, die da ihre Fäden ziehen und so. Also eine sehr, sehr gute Serie. Also ich bin gerade mal erste Staffel, und da ist schon so viel Tolles drin, und ich werde mal noch weiter gucken. Da gibt es ja noch viel mehr, was ich gucken kann. Empfehlung von mir. Babylon, Berlin, also wirklich Captain Obvious. Und noch eine ganz kurze Empfehlung, Serienempfehlung, The Crown auf Netflix. Chris, vielleicht für dich, da spielt Doctor Who mit. Welcher? Für mich gibt es nur einen. Also den sympathischsten für mich. Hier, der. Wie heißt welcher? Der? Ja, wie heißt der sympathischste? Matt Smith? Ja, genau. Der spielt den Mann von Königin Elisabeth, also von der Queen. Und da wird halt bei The Crown wird halt so die Geschichte erzählt von Königin Elisabeth, wie sie halt damals zur Königin wurde, was da alles so für Ränkespiele waren. Und es gibt ja wohl auch schon weitere Staffeln, wo es dann auch sogar zum Beispiel um Lady Di und sowas geht. Also muss ja dann auch so vielleicht nach Staffeln sich bestimmte Thematiken annehmen, weil momentan sind wir jetzt irgendwie auch in 30er Jahren. Und kann man gucken. Also es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht, The Crown. Gibt es auf Netflix. Ist auch gerade irgendwie in Top 10 drin oder so. Auch eine Empfehlung von mir. Und dann sind wir auch schon beim Rätsel. Wer ist denn da heute dran? Rätselecke. Ach, ich bin dran. Du. Ich wollte es gerade sagen. Das Rätsel lautet, was haben Harry Potter, Zurück in die Zukunft 1 und Titanic gemeinsam? Zurück in die Zukunft 1 und Titanic. Titanic. Sie hätten nicht beide auf die Tür gepasst. Sie haben gemeinsam, den
Das gleiche Ende. Ah, nein. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Geht es um einen Schauspieler? Da müsste ich Nein sagen. Ich finde es total schön, wie gut du vorbereitet bist. Nee, weil wenn du gefragt hättest nach einer Schauspielerin, hätte ich dir ein Ja gegeben. Oh, ja, geht es um eine Schauspielerin? Ja, komm, darfst weiterfragen. Geht es um eine Schauspielerin? Ja, ja, habe ich doch gesagt. Okay, hat besagte Schauspielerin in beiden Filmen mitgespielt? Ja. Das heißt, du willst jetzt wissen, wer die Schauspielerin ist? Ja, zumindest mal irgendwie noch einen kleinen Anhaltspunkt wenigstens dann, für wer das war in beiden Filmen. Kleiner Spoiler, okay. Nicht, ist keine der Hauptrollen. Ach, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Schauspielerin? In Titanic und in Zurück in die Zukunft 1. Hab in beiden mitgespielt. Und Kate ist immer noch dran. Ja, ich überlege ja gerade. Die wird es noch lösen, was zu sehen hier. Guck. Ja, bevor ich überhaupt noch einmal Harry Potter rufen kann. Aber ich wüsste nicht, dass da eine mitgespielt hat. Ist es eine sehr kleine Nebenrolle in Titanic? Sie hat Screentime, ja. Und sie, okay. Also, jetzt, was heißt klein? Klein, also es ist nicht Kate Winslet, ne? Also, ja, oder nee, okay. Geht es um... Wann wurden denn die beiden Filme gedreht? Zurück in die Zukunft, 85 ins Kino gekommen, Titanic 97. Ich habe eine Vermutung. 80, aber nur eine Vermutung. 85 in 97. Geht es um eine Kinderschauspielerin? Nein. Jetzt ist Chris dran. Jetzt ist Chris dran. Ah. Also es ist keine Kinderschauspielerin. Und du sagst, es ist keine Hauptrolle. Das heißt, es muss ja eine kleinere Rolle sein. Ist die Screen Time in Back to the Future, also die Zeit, wo sie wirklich zu sehen ist, ist die länger als 5 Minuten? Nee, glaube ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht genau, aber glaube ich nicht. Aber kleine Tipp, bei Zurück in die Zukunft ist sie zumindest mal etwas prominenter zu sehen als bei Titanic. Ach Gott, okay. Ist es eine für uns eigentlich bekannte Schauspielerin? Nee, glaube ich nicht. Wie soll ich es dann rausfinden, du Held? Ein bisschen, ja, vielleicht. Okay. Ich überlege gerade, welche Frauen mitspielen. In Back to the Future 1 spielt ja die Freundin von Michael J. Fox, also von Marty McFly mit, aber die Jennifer. Aber das ist ja im ersten Teil eine andere wie im zweiten Teil, weil der da. Deswegen, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich wüsste das jetzt nicht. Also, gib mal einen kleinen. Ja, lass mich doch mal ausreden. Ist es vielleicht die Schwester von Marty McFly? Nein. Ich gebe mal noch einen kleinen Hinweis. Bei Zurück in die Zukunft, das sind ja verschiedene Timelines. Sie spielt quasi in der Jetzt, also in der eigentlichen, ja, also nicht in der Present, also ja. Sieht man sie. Und wird sie überhaupt in den Credits genannt oder so? Ja, sie sagt auch was. Sie sagt auch was. Sie läuft nicht nur einmal durchs Bild oder so. Also, sie sagt auch was. Sie schreit sogar was bei Zurück in die Zukunft. Chris, wer schreit in Zurück in die Zukunft? Kommt drauf an, die kreischen alle, aber ab und zu mal. Aber, oh Gott, Erik. Ich habe keine Ahnung, wie du meinen könntest. Marty McFly mit seiner. Pass auf, ich überlege, sie schreit. Ich glaube, die eine, wo im Turm da unterwegs doch ist. Was im Turm? Welchen Turm? Ist das nicht der Turm? Nee, nicht im. Doch, ist es nicht. Rettet die Turmuhr. Ja, genau, die ist es. Siehst du? Und die spielt auch in Titanic mit. Genau. Und wer ist das? Titanic, wie heißt die Schauspielerin? Da gibt es so eine Stelle, wo da spielt sie die Ida Strauss, die mit ihrem Mann auf dem untergehenden Schiff, also gibt es da so ein älteres Pärchen, was sich zusammen ins Bett legt. Ja, ach genau. Komm, echt jetzt? Ja.
anstatt einen Platz in einem Rettungsboot zu beanspruchen. Und bei Zurück in die Zukunft hat sie Safe the Clock Tower Lady, heißt sie dann. Wie heißt Elsa Raven. Elsa Raven, und die ist nämlich jetzt kürzlich verstorben am 21. Dritten. Ich brauche mal ein November. Bild dazu. 3. November, wie heißt die? Elsa? Elsa Raven heißt sie. Also Raven wie der Vogel. Genau, am 3. November ist sie nämlich im Alter von 91 Jahren gestorben. Oh Gott, ich hätte mich im Leben nicht an die erinnert. Ich habe ja ein bisschen geholfen und so, das war ja... Ja, ja, als aber das ist witzig, dass sie in beiden mitspielt. Bitte? Das finde ich witzig, dass sie in beiden mitgespielt hat. Also wenn jetzt mit ihrer Sammelbüchse kenne ich sie. Die hat auch in vielen anderen Filmen mitgespielt. Die hat man immer gesehen, bei Unmoralisches Angebot hat sie auch mitgespielt oder so. Auch bei diversen Serien, sogar bei Nightmare on Elm Street hat sie mitgespielt. Also die kennt man schon, das ist so wie dieser, wie heißt dieser eine Schauspieler, Stephen Topolowski. Den kennt man aus tausenden Filmen, der hat doch selber mal einen Film gemacht, wo er sich drüber lustig gemacht hat, dass er in tausenden Filmen mitspielt, aber immer nur Nebenrollen. Und das ist zum Beispiel der Typ, der bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, stimmt. Der Versicherungsverkäufer hier, Ned Ryerson. Ja. Der hat auch mal bei Criminal Minds, glaube ich, mitgespielt, eine Folge. Also der hat jetzt mittlerweile 275 Actor Credits. Also der spielt alles. Krass. Irgendwie. Wie hieß denn der Film, wo er sich selber lustig macht über seinen... es hieß irgendwie die tausend Leben des Stephen Topolowski oder so ähnlich. Ich finde es gerade nicht in seiner riesigen Vita hier, ey. Na, egal. Also, Chris hat's gelöst. Da kriegst du jetzt das X hier in unserem Dokument. Ha. Darfst du dann für nächstes Mal eins ausdenken. Oh mein Gott. I'm so blessed. Er hat auch Silicon Valley mitgespielt. Stephen Topolowski. Ja, da hat er den Berater von dem einen Typen gespielt. Diesen spirituellen Berater, glaube ich, oder so, was das war. Verrückt. Lustig. Music. So, mein Musiktipp. Jetzt kommen ja bald die Feiertage von Lil Nas X, Holiday. Hört da mal rein. Ich glaube, das werden wir bald in jedem Radio hören, das Ding. Habe ich entdeckt. Zuerst gehört beim Kinocast. Weil ja bald Silvester ins Haus steht, nur um deinen sowas aufzugreifen wie du, habe ich mich für Fireworks von Yumi at Six entschieden. Der Chris hat sich gerade was einfallen lassen, weil wir Zurück in die Zukunft hatten. Ja, ja, ja. Zurück in die Zukunft, und ich habe sofort die Assoziation mit den Songs drin, und da ich ja schon mal einen aus Zurück in die Zukunft drin habe, auf unserer Playlist mit The Power of Love, habe ich jetzt von Chuck Berry, Johnny Be Good. Johnny Be Good. Okay. Und wenn ihr das hören möchtet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann abonniert unsere Spotify-Playlist auf Spotify. Die heißt Kinocast-Songs. Und vielen Dank an alle, die sich immer so rege beteiligen bei Patreon zum Beispiel, da jeden Monat uns ein bisschen was in den Hut werfen, damit das hier alles am Laufen bleibt und damit diverse Sachen unterstützen, zum Beispiel irgendwelche Gewinnspiele oder sowas. Was man ja demnächst vielleicht, mal gucken, ob man hier einen Adventskalender oder so, ob wir überhaupt Filme zusammenbekommen, weil irgendwie ab einem halben Jahr gab es ja nicht mehr so viel, was ins Kino kam. Mal schauen. Ja, dann euch vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.